Herr Lothar Mayer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die vier vorliegenden Anträge, zwei der Linken, zwei der Grünen, zielen allesamt auf dasselbe Ziel hin, nämlich die Verunmöglichung weiterer Rüstungsexporte aus Deutschland, egal wohin. Als Beispiel wird in diesem Fall allerdings die Konfliktsituation auf der arabischen Halbinsel verwendet. Vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen verteidigungspolitischen Intentionen muss man sich allerdings fragen, wollen Sie eigentlich, die Antragsteller dieser vier Anträge, wollen Sie eigentlich überhaupt ein verteidigungsfähiges Deutschland? Oder wollen Sie eines, das möglichst klein und hilflos ist, das sich auf soziale Verteidigung stützt, die sich dann ihrerseits nicht mit Streitkräften bewerkstelligen lässt, sondern vielleicht mit Sozialpsychologen und Sozialpädagogen? Wenn man sich anschaut, was Sie dazu in der Vergangenheit gesagt haben, dann muss man wohl eher das Letztere annehmen. Zugleich fordern Sie, zuletzt auch in den letzten Wochen, immer wieder moralisch begründete Interventionen auch der deutschen Streitkräfte in Ländern, in denen es kaum wirkliche deutsche Interessen gibt. Diesen Widerspruch, den werden Sie zunächst mal auflösen müssen, bevor Sie Rüstungsexporte verhindern wollen. Ungeachtet Ihrer und der Politik der Koalitionsparteien gibt es ja immer noch deutsche Streitkräfte, zumindest in Resten. Und die für die Rüstungsindustrie gilt dasselbe. Das ist sicherlich auch zu sagen für die Streitkräfte vieler unserer Nachbarländer, die ja falschen Vorstellung der Friedensdividende über Jahre und Jahrzehnte kaputt gespart worden sind. Die Einsatzfähigkeit von Streitkräften, die hängt aber nun ganz allgemein von drei Dingen ab. Erstens von der Einsatzbereitschaft der Soldaten, der Motivation der Soldaten. Wollen wir die einmal als gegeben annehmen, auch wenn die Parteien, einige in diesem Haus, wenig dazu tun, das zu erhalten. Sie setzt sich zum anderen zusammen aus dem vorhandenen Material der Streitkräfte, an Waffen, an Ausrüstungen, an Munition, an Sicherheitsausrüstung und allem anderen, was dazu gehört. Sie setzt sich drittens zusammen aus der Kapazität der Industrieproduktion, und das bestimmt die Durchhaltefähigkeit bei Konflikten, die nicht nur ein paar Tage dauern, sondern die auf mittlere und lange Sicht durchzuhalten sind. Damit allerdings sieht es in Deutschland schlecht aus. Die deutsche Rüstungsindustrie beschäftigte im Jahr 1990 noch knapp 300.000 Beschäftigte. Heute 55.000, ein Bruchteil davon. Der gesamte Umsatz der deutschen Rüstungsindustrie im Jahr 2016, das ist die letzte Zahl, die ich dafür verlässlich finden konnte, beträgt weniger mit 13 Milliarden Euro als der gesamte Umsatz des Sportartikelherstellers Adidas mit 21 Milliarden. Und nun tritt ein Mechanismus auf, den wir alle kennen, aus allen wirtschaftlichen Bereichen. Fehlen Aufträge, dann vermindern Unternehmen die Produktionskapazitäten und es geht noch weiter bergab. Sind die bestellten Stückzahlen minimal, dann steigen die Stückkosten. Das ist auch ein wirtschaftliches Grundprinzip. Wenn Sie das verhindern wollen, dann bleibt nur der Export, der dann die Stückkosten auf einer Höhe hält, die vertretbar ist für die eigenen Streitkräfte und auch für die Exportkunden. Fällt der Export weg, dann steigen die Ausrüstungskosten für die eigenen Streitkräfte ins Ungemessene. Dann hätten Sie am Ende nicht die 1,5 oder auch nicht die 2% des Bruttoinlandsproduktes, die Sie dafür aufwenden müssen, sondern eher das Doppelte. Sie können ja schon mal überlegen, welche Sozialprojekte Sie dann streichen. Wir haben über die Jahrzehnte eine immer restriktivere deutsche Exportpolitik gehabt. Die führt inzwischen zu Verrücktheiten wie German-Free-Produktionen. Also die Produktion von Rüstungsgütern, in denen garantiert kein Stück aus deutscher Produktion enthalten ist, damit der Kunde nicht befürchten muss, dass er auf dem Trockenen sitzt, wenn die Deutschen mal wieder sagen, wir liefern nicht.
Wer Exportzusagen macht, der muss auch bereit sein zu liefern, auch wenn die aktuelle Lage sich geändert hat. Was bedeutet das nun für Exporte in Länder der arabischen Halbinsel? Die dort laufenden Konflikte sind weitgehend Stellvertreterkriege. Dort überschneiden sich Interessen der USA, des Iran, der Türkei, Russlands, Israels, Saudi-Arabiens und noch anderer Mächte. Die direkt oder indirekt intervenierenden Mächte dort verfügen über alle erdenklichen Möglichkeiten, ihre jeweiligen Verbündeten zu jeder Zeit mit Waffen und Ausrüstungen zu versorgen, egal was Deutschland macht. Auch die Art und Mentalität der dort agierenden Kämpfer, die zum Teil wirklich noch Stammeskrieger sind, auch die Topografie etwa des Geländes im südlichen Arabien, machen eine externe Rüstungskontrolle praktisch unmöglich. Eine Erfahrung, die auch die Ägypter schon in den 1960er Jahren machen mussten, als sie dort intervenierten. Das häufigste Interesse Deutschlands an anderen Ländern ist, dass dort Stabilität herrscht, weshalb die regionalen Ordnungsmächte unterstützt werden. Allerdings sollten diese mit dem Ziel eingreifen, die Konflikte zu beenden und nicht sie zu eskalieren oder ins Endlose zu steigern. Jemandem Waffen zu liefern, der damit dauerhaft erfolglos ist, ist nicht im deutschen Interesse. Und vor diesem Hintergrund allerdings kann auch die Belieferung Saudi-Arabiens durchaus diskutiert werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Herr Kollege Mayer, als Nächster spricht zu uns der Kollege Bernhard Loos, CDU-CSU-Fraktion.